Hallo Mitspieler, mein Name ist Salo Riot und ich begrüße euch zur 21. Episode dieses Empyreon Let's Plays. Ja, hier in meiner Basis und ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich bin ungefähr 2 Stunden auf dem Server. Für sich wollte ich was kurz in den Garten schnell unten alle pflücken, aber es kam dann doch ein bisschen anders. Ich dachte mir, ich bastel hier schon mal so ein bisschen herum. Das hier ist unverändert, bunte Lampen. Gehen wir mal oben rauf. Zu den Geschützen. Ach, das ist ja jetzt offen. O2-mäßig. Siehst du, an sowas muss man jetzt auch denken. Okay, das muss ich wohl wieder rückgängig machen, weil ich will ja hier unten noch Luft in der Bude haben. Ah, hier oben haben wir das jetzt auch ein bisschen bunt. Ich habe hier so einen Handlauf rangebaut. Sieht so ein bisschen aus wie auf einer Burg. Fand ich schick. Wollte ich haben. Gut, dann... Ja, Schnapsidee. Und weg. Und weg. So. Müssen wir doch irgendwie mit einem Aufzug regeln oder so. Aber den kann man schöner verschließen. Jetzt haben wir unten links in der Leiste auch wieder das O2-Symbol. Schön, schön. Der Keller. Ich habe hier unten ein wenig umgebaut oder erweitert. Ich habe die Wand hier noch ein klein bisschen in diese Richtung geschoben. Ja, und währenddessen sind mir alle Pflanzen verkommen. Gut, Pflanzenbottiche habe ich jetzt auch gebaut. Hatte mir Mais gemacht. Schotter und Nährlösung hatte ich noch, beziehungsweise konnte ich mir auch bauen. Ja. Läuft, Leute. Geht vorwärts. Sieht gut aus. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich hier ernte. Ups. Hallo, hier wäre bitte Ahax. Und hier nochmal Tomaten. Schön, schön. Das wird auf jeden Fall reichen, um uns zu ernähren. Oh, das sind wieder 3 Dosen. Bisschen Nährlösung. Heften wir auch hier einfach ab. Ja, und dann hatte ich irgendwann, Mensch, das ist auch schon wieder über eine Stunde her, mir einen Floh in Auftrag gegeben in der Fabrik. Keine Antwort. Auf welche Frage? Wie gibt es etwas zum... keine Ahnung. Ich bin auch noch nicht so weit. Aber Massbohren ist immer gut. Ja, gut. Haben wir das hier Floh war angesagt. Dazu schieben wir mal hoch. Aber wenn wir doch irgendwo dran vorbeikommen, fliegend mäßig. Oh, wo stellen wir jetzt hin? Hallo? Machen wir zu. Der ist gepanzert, der kann ein bisschen was ab. Und der kann sich ja auch ein bisschen verteidigen. Und da werden wir gleich mal gucken, was der gebaut hat. Ich glaube, das waren 15 mm und 135 mm. 15 mm Kugel und 130 mm Rack. So, dann können wir gleich Strom reintun. Und Luft. So, Strom können wir auch ausmachen. Sehr schön. Nee. Und vor allen Dingen sind wohlbekannte alte Formen. So, Tanks sind voll, die Frachtbox. Da hätte ich gerne so einen kleinen Basissatz. Einfach ein kleiner Überlebenshelfer. So, Luft, komm, hier bist du hoch, 20. Und dann ist das okay, auch schon gut ausgestattet. Gut, dann brauchen wir noch 15 mm. Und dazu müssen wir uns ja erstmal auch die Schütz basteln, oder? Ne, 15 mm habe ich jetzt auf einmal. Wegen den Kanonen auf dem Dach? Ne, die sind ja 30 mm. Ja, 30 mm. 30 mm. Egal, wir nehmen 15 mm Kugel, 100, komm raus, komm, mach 3000. Muss ich richtig reinhauen. Metallstücke
3 Meter. Also ich habe auch ein bisschen vorher arbeitet hier, dass immer ordentlich die Slots hier gefüllt sind, damit wir hier nach Herzenslust craften können, wenn wir brauchen. Und Magnesiumpulver haben wir auch lang da und auch noch ein bisschen Ersatz. War ja auch umtriebig. Ich bin einmal hier die Drohnen auf dem Planeten abgeflogen mit dem Kleinen und habe da auch ja, eine ganze Menge rausgeholt. Den ich komplett ausgeräumt, immer noch ein bisschen was drin gelassen. Und der trudelt jetzt hier langsam ein. Ja, schön. So ist es mit den Drohnen. Und damit wir an diesem Spiel auch teilhaben können, checken wir mal. Wir haben ja auch gelevelt in der Zeit. Ich habe ein paar Monster erschossen. Vielleicht hier und da noch ein bisschen XP gemacht. Wir sind jetzt Level 12. Ergibt uns ja auch neue Möglichkeiten. Ich hätte gerne den Kühlschrank, den großen. Waffen. Ich bin an und für sich mit dem Kanonengeschütz auf dem Dach völlig zufrieden. Verbesserter Constructor. Können wir uns schon mal in die Liste packen. Bauen können wir noch nicht. Weil uns Stromspule fehlt. Reparaturstein hätte ich gerne. ATM. Einfach weil es geht. Die Anzugstation und die Reparaturstation. Alles mal her damit. So, das sind alles Fortbewegungsmittel. Da geht man noch nicht drauf ein. Große Batterien. Endlich. Munitionskiste. Brauche ich keine große sehen. Ja, da ist sie, die erste Drohne. Dann können wir auch gleich unsere Kerne verbauen. Ich hätte gerne das TF2 Multifunktionsgerät. Und ich hätte gerne alle möglichen Lichter. Gut, sind wir hier einmal durch? Dann schmeißen wir mal die Büchse an. Die habe ich eigentlich auch noch nicht. Aber das müssen wir jetzt auch nicht im Let's Play machen. Das kann ich auch nebenbei machen. Mufu 1, Mufu 2. Hatte ich das? What? Multifunktionsgerät T2. Wenn natürlich Metall kommt, dann Elektronikkabel, aber da T. Alles da, ist freigeschaltet. Ach, dafür brauche ich jetzt den erweiterten Constructor. Oder was? Okay. Erweiterter Constructor dann eben. Sonst moonmäßig geht einigermaßen. Kann man machen. Brauchen wir hier was? Ne, hier sind wir gut. So, hier schauen wir doch mal durch. ATM brauche ich nicht. Anzugstation stellen wir uns mal in die Bude. Hätte ich gerne. Reparaturstation würde ich mir gerne angucken. Den haben wir. Und den können wir nicht, wie gesagt, wegen den Stromspulen. Und Stromspulen, die Dinger hier, brauchen Restrum und Zaskosium. Ja, das heißt, wir müssen uns erst ein großes Schiff craften, um an das Mufu Tool 2 zu kommen. Weil wir müssen irgendwie auf dem Planeten, so weit wie Masperon, was ich eben hier im Chat beantwortet habe, um Restrum und Zaskosium zu holen. Das ist grauenvoll. Bergbaugerätekerne haben wir in der Kiste nebenan. Hol ich. Hol ich, aber ganz schnell. Zack. So, eingefüllt. Ja, dann bauen wir davon 5. Müsste ja nicht kein Problem sein. So, 15 mm ist auch gleich durch. Was hätte ich sonst noch gerne? Stromspulen hier. Reparaturstation genau dasselbe. Wenn ich irgendwo buddeln gehe, hätte ich davon ganz gerne mal ein paar am Mann. Haben wir. Ja, der große Kühlschrank. Das mache ich off-cam, dass ich das umbaue. Das ja muss einfach neu irgendwo positionieren. Den alten ausräumen und wieder einräumen. Das kann ich in aller Ruhe machen. So, euch brauchen wir im Moment nicht. Die hatte ich ja abgerissen wegen der Treppe. Können wir doch ja zusammenfummeln, so wie du war. Zack. What? Sowas aber auch. Und schon fertig. Karten. Oder gut, ja, nice. Ja, was kommt noch? Ich werde irgendwo hier neben die Basis eine Landeplattform bauen. Ich vermute, dass sie hier auf der Seite ihren Anfang nehmen wird. Läuft
Leute, fragt GD98. Server, hüt was los? 14 Leute, alle in einem Team. Wir spielen hier alle zusammen. Und vielleicht steht die Landeplattform dann noch hier hinten irgendwie weiter. Das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall werde ich mich da auch in den nächsten Sessions ransetzen. So ist jedenfalls der Plan. So. Gib mir mal die Moon. Die Anzugstation und die Repair Station. So, wie groß könnten sowas sein? Das Ding ist ja klein, das habe ich ja schon mal gesehen. Zack, pirr. Packen wir eine Decke. So, gucken wir mal rein. Rüstung. Wir haben eine mittlere Rüstung. Hatte ich nicht noch irgendwas? Nee, das war im Testspiel. Da hatte ich eine schwere Rüstung geholt von. Gut, das heißt, wir ziehen die aus. Sind jetzt in unserem Stammplan. Ich hatte mir doch eigentlich einen Afro-Look gegeben, als ich mir den zusammengestellt habe, hier den Astronauten. Hm, ist nicht. So, und dann hier diese Repair-Dingens. Sieht ja auch unspektakulär aus, Alter. Wo könnten wir denn den lassen? Da ist ein Riesending, der baut das auch alles so richtig voll wieder. Pass auf. Was ist denn hier drunter? Garten ist hier drunter. Irgendwas ist hier warm. Irgendwas brutzelt. So. Nee, das ist zu tief. Einen höher hätte er ruhig machen können, oder? Wo denn wir? Würde doch so als Ecke hier rausstehen. Will ich das so haben? Das sieht aber schon noch von unten bekloppt aus. Ja. Boah, das könnte irgend so ein Dingens sein. Irgend so ein Klimadingens, was hier von der Decke hängen muss. Könnte doch sein. Könnte ein Abzug sein hier unten. Könnte alles sein. Gucken wir mal rein. So. Rüstung. Repair? Macht er einfach Musik nicht drin? Musik nicht drin legen. Macht er einfach so. Ist ja auch billig. Okay, cool. Jetzt wieder an ihn hier. Und ziehen wir wieder an. Sehen wir wieder schick aus. So. Drei Drohnen haben wir schon. Und die werden wir dann auch gleich verteilen. Das heißt, wir werden auf der Map gucken, welche hier die. Na, ich würde auf jeden Fall auf Eisen, Kupfer. Und ja, was ist denn das dritthäufigste? Ja, Silizium. Würde ich sagen, stelle ich mal rauf. Dann oben auf dem Mond vielleicht noch. Neodym. Und Satium. Auf jeden Fall holen. Ob ich da Drohnen lasse, weiß ich noch nicht. Man kann auch erstmal alle fünf hier auf die irdischen Ressourcen stellen. Weiß man auch noch nicht irgendwie. So, mach mal hin. Papa, bloß fertig. Ihr habt meine Klamotten jetzt nicht an. Warum habt ihr meine Klamotten nicht an? Ich hab die doch hier eben dran gezogen. Ach, ich hab's ja in den Spind gepasst. Packt. Ah, okay. Jetzt kann ich hier auch Booster reintun. Booster sind sowas hier beispielsweise. Okay, mal, was kann der denn? Der hat Kälte 190. Kälte 40. Das heißt, ich pack den rein. Dann hier auf. Wo ist jetzt? Immer noch 40. Haltbarkeit, Komfortbereich, minus 215, 45, Ja, wir ergänzen den Minusbereich, sozusagen, nehmen dafür aber ein kleines bisschen aus dem Plusbereich. Also auf warmen Planeten mit dem Ding rumzulaufen, kann uns am Ende auch
Ja, ich denke mal Ausdauer und vielleicht sogar Leben kosten am Ende. Weiß man nicht. Sollen wir mal ausprobieren, wenn man 3 Stück hier reinpackt und dann nach Oskotun fliegen oder so. Weil da ist es ja ein bisschen wärmer. Oder auf so einen Lavaplaneten, da sind die auch gleich 100 Grad oder mehr. So, die Drohnen sind fertig. Ja, und ich hatte noch so ein anderes kleines Projekt mir überlegt. Und zwar wollte ich direkt oben neben dem Crashed Cockpit, also da, wo ich runtergekommen bin. Ups. Wollte ich eine kleine Station hinbauen, da oben auf dem Wipfel. Und zwar mit einer kleinen Luftstation und mit einer kleinen Heelstation, weil das war das, was mir am meisten da oben gefehlt hat, als ich mich die ersten paar Stunden hier breit gemacht habe. Einfach um Neuankömmlingen zu helfen, die hier runterkommen auf Omikron, die dann das auch gleich da haben. Das stelle ich da so nah wie möglich ran und dann haben da neue Spieler was von. Und dadurch, dass es das ja auch nicht so weit weg entfernt ist von mir, kann ich da auch immer Luft und Batterien wieder nachfüllen. Dachte ich mir. So. Habe ich jetzt hier eigentlich in dem hier irgendwie noch was drin? Wie kriegt man eigentlich den Strom wieder raus? Habe ich auch schon mal probiert. Hier kannst du eine Zahl einnehmen. Passiert aber ja nicht irgendwie. Man ist nicht wichtig. Ist bloß, ja, hier ist irgendwas, was nicht geht, was merkwürdig ist. Deswegen frage ich. Ups. Nee, gut, dann rüber zum Flo. Na, den kennt ihr alle. Der hat auch Luft an Bord. Füllen die Munition auf. 3000 Schuss, 15 mm. Und damit die Leute wissen, wer hier rumfliegt. Und womit, schreiben wir das hier auch noch rein. Ach, so fühlt man sich doch gleich wieder ein klein bisschen wohler. Eine Juhu-Runde fliegen. Und nebenbei verhungern. Schieben wir uns eine Dose in den Helm rein. Und gleich noch eine. Okay, wir haben 4 Eisenvorkommen auf dem Planeten. 2,5. Okay, hier muss die Drohne, wenn dann hin, das ist das größte Vorkommen und hier wird es am effizientesten sein. 2,5 ist noch ein kleineres. Habe ich eins übersehen? Ne, das hier, ne, habe ich übersehen. Auch ein 2,5er. Ist das Heimat? Ne, hier unten ist Heimat. Ja, gut, dann fliegen wir doch mal hin. Achso, hat anstellen. Eisenlager, da sieht man so ein bisschen. Crash Cockpit, ja, machen wir auf dem Rückweg, weil ich glaube, das wird hier auch gleich wieder dunkel irgendwann. Allein erstmal die Drohnengeschichte. Ist ja auch so ein bisschen wie Gebiet so festlegen, feststecken. So, brauche ich ansonsten noch irgendwas aus der Natur? Orangen? Eigentlich nicht mehr. So ein Alien-Plasma ist immer gut. Das Netz. Lautlos. Auch die Geschütze testen. Klick, klack. Und sie tun noch was. Oh, ein schöner See. Hat sich der Boden eingerichtet. Sind wir schon mal dran vorbeigeflogen. So, und weil es auf dem Weg liegt und weil hier auch ein Pin ist, kehren wir hier ein beim Promethium. Und ihr seht den Grund, warum. Oh, mal so rausgekommen. Na, das ist ja ein bisschen popelig. Ne, da
Sie haben auch ihn komplett versorgt. Kinders. Eigentlich könnte ich ja meiner auch hier zustellen. Moment, ich guck bloß mal, ob es auch die größte ist. Weil die will auch Sinn machen. Promethium gibt es noch dreimal. Die beiden anderen finden. Auf jeden Fall sehr weit weg von meiner Basis. Ne, ich stelle meine Promethium-Drohne lieber hier unten hin. Die ist ergiebiger. Ja. Ja, und ich habe hier, ich bin ja vorhin schon mal eine Runde geflogen, hier noch zwei fraktionslose Drohnen entdeckt, Leute. Das geht nicht. Das sind ja nicht allzu viele Leute, die hier auf dem Planeten spielen. Fragt euch mal selber, was da los ist. Nein, ich möchte hier nicht reinfallen. Ich möchte hier meine allererste schöne Drohne stellen. Mit Mini-Pippi-Batterien. So, Fraktionen darf zugreifen. Materialqualität 100%, also 100 pro Stunde. Schön, schön. Häkchen haben wir, Karte anzeigen und Fraktion haben wir. Oh, können wir gleich noch eine reinlegen. Sehr schön. Eisen haben wir abgeklärt. Wollen wir Magnesium? Nee, eigentlich nicht, oder? Ah, wir fliegen einfach mal hin. Ups. Aber Magnesium könnten wir sicherlich hier brauchen. Bin ja ressourcenmäßig noch ziemlich im Aufbau. Was ist denn da rechts? Ein Eisenmeteorit. Ja, den werde ich mir doch gleich mal holen. Aber das mache ich offcam. Ich schmeiß euch erstmal raus. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ups. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.